geschlägt. Eins, zwei. Was mit dir? Erstmal mit der probieren. Ich habe es nämlich noch nicht irgendwo gefunden, ob das funktioniert mit dem KI-Upscaling. Nein, ich kann diese Leute leider nicht mitnehmen. Ah, ah. Auch nicht. So. Wir werden es doch wohl schaffen, in einer Stunde diesen wunderbaren, netten, freundlichen Kaniden hier zu Hackfleisch zu verarbeiten. Ja, jetzt bist du da oben und ich komme nicht ran. Da runter! Diese Attacke hasse ich. Komm, 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 komm. Nee. Postest du eigentlich mittlerweile? Na, geht eigentlich. Ja, 20 solltest du DLSS möglich sein. Ja, muss ich erstmal wieder installieren. Ich habe jetzt erstmal keine Lust auf ein weiteres Souls-Game. Das ist ja gerade aber jetzt war für mich, ja. Wäre Verschwendung, aber du hast nicht einen Sonnenanbeter, der dir zu ja, hab ich, will ich aber nicht. Ich muss sagen, mit dem Schwert kamen wir gerade besser zurecht als mit dem anderen. Ja, noch schöner, wenn wir jemanden hier zu Hilfe rufen wollen werden. Du. Wenn alles nichts hilft, heißt es, müssen wir mal ein bisschen farmen und Obwohl, er ist ja machbar.
Wir sind doch ganz gut dabei. Ja, das sind ja nicht die Instant-Kill-Pilze. Mal, die Waffen sind halt einfach Arsch am Anfang. Was Seifen kriegst du? Ja, ich hab schon eigentlich ganz nice Waffen. Problem ist, ich kann die halt nicht tragen. Wir haben das Schwert, Schwert des Drachentöters. Ja, wo wird das angezeigt? Hier. Ich brauche dafür 32er Geschick. Quatsch, hier 32er Stärke. Wir haben... Wir können das einstellen. Ufe, Vitalität, 22. Können wir das führen? Zu schwach, um die halt... Was die beiden hätten führen, okay. Edit. Ach du Scheiße, nee. Ah, nee, 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 nee. Ja, kriege ich plus 50% bei der Stärke und ich schlage zweimal und danach bin ich am Arsch. Habe ich hier eigentlich bloß noch 27 Pfeile? Wir haben doch nicht so viele Pfeile verballert. Doch, wir haben so viele Pfeile verballert. Nein, wir gehen weiter mit dem wunderschönen Falkion. Ja, das wird 0,0 was gegen Sif. Der Schlag ist auch relativ lang, langsam. In der Zeit ist Sif wieder abgehauen. Meine, da, ja, was schadet's? Wir können mal einmal ausprobieren. Das nimmt uns die ganze Ausdauer weg. Ja, nie ist klar. Wir gucken mal, wie viel Schaden das macht. Dann machen wir halt immer plus einen Schlag und weichen dann aus. Oh, shit. Oh, Gott. Guck mal, ich habe hier ein schönes Feilchen, das wir zwei nicht nehmen. Das ist super toll, das ist super knuffig. Ach ja, das ist ja mit, jetzt mit ausgerüstet. Ausrüstung wählen. Tschüssi. Die Symbole unter meiner Ausdauerleiste, das... Das ist eine gute Frage. Soll ich dir was Lustiges sagen? Ich habe keine Ahnung, weil dieses scheiß Spiel einem nichts erklärt.
Wahrscheinlich hat das eine Symbol bedeutet, dass wir überladen waren. Ne, das oben bedeutet zum Beispiel, dass wir... Also die Rüstung oben bedeutet, dass wir gerade mehr tragen dürfen, als wir dürfen. Das graue Symbol kommt durch den hier, durch Havels Ring. Da können wir mehr tragen, was uns erlaubt, jetzt die Rüstung zu tragen. Ich will mal gucken, ob wir irgendwie noch einen anderen Ring haben. Nö, wir haben keinen anderen Ring, den wir noch benutzen können. Bei dem Drachenschwert haben wir, glaube ich, eine Ausdauerregeneration dabei. Oder es bedeutet, dass wir mit dem schweren Angriff diese Fernkampfattacke machen können. Aber ich glaube, ich habe gerade den Dings nicht gemacht. Die Death Souls Plus. Arana, du musst mich auf sowas aufmerksam machen. Gut. So. Wir wollen ja direkt immer auf der richtigen Höhe bleiben. Miau. Klauen gefrühstückt? Hat er geschmeckt? Komisch? Hier kannst du mir nicht ausweichen. Doch, was ist dahin? Au! Du Stück Scheiße! Stück kleines
Au. Endlich hab ich dich, du Stück. Yeah! Wir haben ihn besiegt. Hast du dir beim nächsten Mal irgendwas überzuprobieren? Ja! Danke, Bernd, dadurch für den Follow. Wir haben es geschafft. Seelen. 40.000. Wir haben den Bund des Astorias. Seele, Wolf, Sif, Menschlichkeit und Heimkehrknochen. Und wir können hier unser Zeug aufsammeln, was insgesamt nichts ist. So. Komisches Astorias-Gedöns. Was bist du? Da lang. Hier ist nichts. Keine Scherbe. Nee, auch nichts. Blaue Glut, Reparaturkiste, Waffenkiste, bla 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 bla. Astorias Wappen. Nee, das ist zum Türöffnen. Da ist nichts. Ich könnte wetten, war ein Ring. Da. Da. Ermöglicht Abgrundschreiten. Nee, da. Dieser Ring symbolisiert den Bund des Ritters Asturias mit den Bestien des Abgrunds. Genau wie Asturias ist ein Träger in der Lage, den Abgrund zu durchschreiten. Ja, du kannst auch sagen, guck mal hier, ich habe hier einen Cockring. Bitteschön. Hab Spaß damit. Ja, was heißt Abgrundwalk? Kann ich wie bei Dingensbumsen, bei Zelda... Jetzt einfach so über Abgründe drüber laufen für eine gewisse Zeit? Oder darf ich jetzt in den Abgrund gehen? Oder kann ich jetzt Gegner, die im Abgrund existieren, damit besiegen, weil ich da jetzt rein darf? Aha, ich kann jetzt also in den Abgrund gehen. Schön zu wissen. Frage ist, wo ist der Abgrund? Und generell die Frage, wo muss ich als nächstes hin? Echt? Du vermutest unten? Bin zu fett, um zwischen Bäume durchzukommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, er wäre irgendwo oben. Weil muss ja von oben in einen Abgrund hineinfallen. Ja, was denkst du, was ich hier gerade mache? Ging's da nicht weiter? Wo weiter? Hinter Sif? Keine Ahnung. Ich hab noch nicht mal das Spiel hier durchgespielt. Gehe ich auf Stärke oder Kondition? Oder Beweglichkeit. Mit Beweglichkeit macht die macht das wunderschöne Schwert gerade mehr Damage. Mit Stärke mache ich generell mehr Damage. Eben.
Ich bin doch eh nach den ersten drei Schlägen spätestens platt. Da bringt mir Leben nicht viel. Oder gib mir einen guten Grund, warum ich Leben nehmen sollte. Bangarus. Nee, ich hab, das ist mein allererstes Souls-like. Elden Ring mal ausgenommen, das habe ich mit meinem Freund zusammen gespielt. Um später nicht One-Shot zu sein. Wie viel meinst du denn rein? Zwei? Drei? Vier? Fünf? Ich glaube auch mehr, Ich will aber auch mehr Schaden machen und ich will ja auch irgendwann mal eine Rüstung tragen können. Das ist ja das Problem. Ich krieg ja immer bloß die Fat Roll, weil ich keine Rüstung tragen kann. Ich krieg die kleine Rolle ja nie, weil ich immer eine Rüstung trage. Mittlerweile kriege ich die schnelle Rolle hin. Was macht Belastung? Eine Stärke macht Belastung hoch. Wo ist Belastung? Faust, Typ, Balchion. Geht hier blöd hoch. Hier geht's instant gut hoch. Wo hat sich nicht bewegt? Reichweite, Ausdauer, Balance, ja. Beutehäufigkeit. Ausdauerbelastung da. Recht geht nicht hoch. Kondition? Kondition geht Dings hoch. Ja, Kondition macht Dings hoch. Blutungsrisiko geht auch hoch. Weil wie gesagt, hier macht bei Beweglichkeit geht ja Dings auch hoch. Der Schaden von unserer Waffe. Da geht auch die physische Abwehr ein Stück hoch. Das geht überall hoch. Also unsere derzeitige Waffe, warte mal, das war hier. Scaled E mit Stärke und B mit, was will er denn jetzt schon wieder sperren? Fettes Schwert ist erlaubt. Ich frage mich, wie später auf Beweglichkeit gehen lieber benutzt oder magst du ein dickes Schwert mehr? Ja, Automod halt. Automod hat auch Japp rausgenommen. Komplett bescheuert. Aber lieber ein Automod als gar kein Mod. Hey Maemi, halli hallöchen. Beweglichkeit finde ich besser, weil schnell sein heißt mehr Schaden weniger Schaden bei jedem Schlag, aber mehr Schaden durch schnelle Angriffe. Und die sind halt relativ schön schnell. Und Maemi spielt Palworld. So. 22 Stärke, 22 Beweglichkeit.
Ja, ich will halt. Ich habe mitgekriegt, ich bin so oder so relativ schnell One-Shot. Oh, muss gleich zur Familie. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Kondition ein kleines bisschen, damit wir mehr Ausrüstung tragen können, plus ein bisschen mehr Ausdauer kriegen. Aber die Ausdauer ist echt für den Arsch, die da kommt. Ach komm, eins gehen wir in Ausdauer, in Kondition. Den Rest in Beweglichkeit. Und machen wir mit unserem schönen Phyrion jetzt schön Damage.